Herzlich willkommen in der S5X der S-Bahn mit der Deutschland auf der Fahrt von Gößnitz nach Halle-Saale Hauptbahnhof über Leipzig Hauptbahnhof tief. Wir wünschen allen Fahrgästen eine angenehme Fahrt und hier noch eine kleine Information. Bitte beachten Sie wegen Bauarbeiten vom 26. Mai 22 Uhr bis 13. Juni 4 Uhr kommt es zu umfangreichen Fahrplanänderungen auf der Strecke zwischen Regis-Breitling, Altenburg und Zwickau Hauptbahnhof. Bitte informieren Sie sich vorab über diese Fahrplanänderung. Vielen Dank. Thank you.
10.02 Uhr von Gleis 5, Abgleich Bahnsteig.
von Bauarbeiten kommt es vom 26. Mai 22 Uhr bis 13. Juni 4 Uhr zu umfangreichen Fahrbahnänderungen auf der Strecke zwischen Regisweidingen, Altenburg und Zwickauer Abbruch sowie Gegenrichtung. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über Ihre Reisemöglichkeiten. Vielen Dank. Nächste Station, Altenburg. Die Ankunftszeit ist heute voraussichtlich 16.59 Uhr. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Sie haben folgenden Anschluss: RE3 nach Gera Hauptbahnhof um 17.23 Uhr von Gleis 7. Vielen Dank für Ihre Reise mit der S-Bahn Mitteldeutschland. Auf Wiedersehen. Thank you.
eigentlich nicht, weil er steht ja immer am Bahndamm wie immer. Also nicht bloß deswegen am Bahndamm. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im RB 51 der DB Regio Südost. Das Ganze hier von Dessau nach Lutherstadt-Wittenberg. Ja, die ganze Reise führen wir über Coswig und in Lutherstadt-Wittenberg sind wir gegen 9:42 Uhr vor. Das Team wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt, sowie noch einen schönen sonnigen Tag.
nächste Station, Gößnitz. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Sie haben folgende Anschlüsse. Bus S5 nach Werder um 17.33 Uhr. RE1 nach Glauchau um 17.35 Uhr von Gleis 1. S5 nach Halle, Saale, Hauptbahnhof um 17.49 Uhr von Gleis 4. Vielen Dank für Ihre Reise mit der S-Bahn Mitteldeutschland. Auf Wiedersehen. Verbund. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts.
Deutsch. Abstieg in Fahrtrichtung rechts. Dieser Zug fährt weiter als S5 nach Altenburg über Neukieritzsch.